Mahlzeit, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Wir sind im Montana DLC unterwegs. Da ihr gerade das Intro gesehen habt, bedeutet das, Spiel wurde neu gestartet. Jetzt ist die Frage, wir stehen hier so dumm rum. Sind die Aufträge noch da, die wir beim letzten Mal angeschaut haben, oder sind die alle weg? Wir gucken einfach mal. Mit der eigenen Zugmaschine können wir Geld verdienen. Und zwar, wir stehen, ach, ist noch da. Perfekt. Ich würde trotzdem mal gucken, wir sind ja in Sydney. Warte mal, da müssten wir hier vielleicht nochmal die Route entfernen. So, machen wir das. Hierhin. Eigene Zugmaschine. Wir sind in Sydney. Herr Helena wäre schon cool. Aber dann würde ich gerne irgendwie hier lang fahren. Nur ist die Frage, wie ist es zeitlich? Weil hier ist wieder drei rote Streifen. Nach Laurel wäre halt auch okay. Na, sind 270 Meilen mit einem Mähdrescher. Hier wäre der neue Trailer zum Beispiel. Aber nicht nach Montana. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Nö. Dann pass mal auf, dann nehmen wir den Mähdrescher. Dann fahren wir mit dem Mähdrescher heute durch die Gegend, oder? Ist nicht so stressig, ist ordentlich Kohle. Ich hätte gesagt, so machen wir das. Und Abfahrt. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Wird uns das Navi hoffentlich gleich sagen. Oder auch nicht. Komm, schalt mal um. So, erstmal hier runter vom Parkplatz und dann schauen wir mal. Hab grad Bock. 9 Meilen, dann sind wir da. Wir fahren hier runter. Da kommt ein Bus. Das hätte ja klappen können. So. Wiegestation gibt uns grünes Licht. Wir haben ja nicht angekumpelt. Was wollen sie denn wiegen? Ist ja nicht da. Na? So. Wir fahren schon wieder viel zu schnell. Der Bus, der fällt mir nicht, weil der eiert uns jetzt hier vor der Karre rum. Ist jetzt nicht so cool. Aber warte mal, wenn wir jetzt mit der Spur fahren, können wir die ganz schnell hinter uns lassen, hoffentlich. Fahren wir einfach mal 3 Meilen schneller, als wir dürfen, pro Stunde, und dann passt die Sache. Da vorne ist noch rot. Gleich. Sag ich ja. Ah, wir müssen die Spur wechseln. Dann fahren wir doch hinterm Bus. So. Ja. Wir haben grün. Es geht los. Der Bus, der fährt geradeaus. Das ist sehr schön. So. 1 Meile? Ich mag die Höfe. Ist echt cool. Vorteil ist, wir haben 9 Uhr morgens. Wir können den ganzen Tag fahren. Das ist sehr, sehr schön eigentlich. 1 Meile, 5 Minuten. Wobei, warte mal doch, da vorne ist doch die Hütte schon. Pizza Hut. Hallo. Mit so einem kleinen LKW durch die Gegend eiern wäre eigentlich auch mal ganz cool, oder? Oder so ein kleiner Pickup-Truck. Eine Palette hinten drauf, voll und der nicht los. Theoretisch wäre sowas eigentlich wirklich gar nicht so schlecht, ne? Wenn man sich erst so eine kleine alten, klapprigen Kisten kaufen müsste, mit die man so, naja, wie so ein Paketdienst, wo man sich dann nach und nach hocharbeiten kann, bis man dann richtige LKWs mit eigener Fahrerflotte und LKWs und bla und ihr wisst schon, was ich gerade meine. So, wir müssen hier mit dem Mähdrescher wieder rausfahren, das wird ja fantastisch. Da steht der Apparatismus schon. Naja, schauen wir mal. Wird hoffentlich cool. So. Wir nehmen auf jeden Fall das. 22.914. Was kann man hier verändern? Die Farbe vom Trailer, ne? Ja. Und so ein bisschen Räder noch. Machen wir den blau? Hier wäre halt krass, kurzer Trailer, ne? Ich wäre ja bald für sowas hier. Oder für Ditte. Der Preis bleibt gleich. Wir nehmen das. So. Gib mal her. Dann bamseln wir uns mal den Mähdrescher hinter. Dann hoffe ich mal, dass wir da vernünftig ankommen. Wäre natürlich schon schön. Auf jeden Fall. Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht mit dem eigenen Trailer fährt.
Man ist sehr variabel und hat immer unterschiedliche Frachten hinter. Finde ich jetzt optisch auch gar nicht so verkehrt, wenn wir mal was anderes durch die Gegend eiern hier. So, was wiegt denn der Klappkasten hier? 19 Tonnen, also die leeren Paletten waren schwerer. Sag mal, ist da in dem Vogel ja auch nicht drin oder was? So, staubt ja wie verrückt. Müssen wir hier erstmal auf die Straße kommen. Sieht aber sehr gut aus. Jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht diesen riesen Tieflader haben wollte, oder? Ah, das ist nämlich schon ein ganz schön mächtig großes Ding hier. So. 270 Meilen, das kriegen wir hin heute, denke ich, oder? Ich glaube schon. So. Perfekt wäre natürlich, wenn wir das doch verlustfrei hinkriegen. Warum kommt denn ihr jetzt hier? Ich will hier fahren. Haut doch mal ab. Lala. Er blinkt. So, Rückspiegel beachten. Kommen wir rum. Ist, glaube ich, ungefähr vergleichbar mit diesen Dreier-Trailer-Spannen, was wir davor hatten, oder? Ragt die Fracht doll nach links und rechts raus? Ja, etwas. Ist ein bisschen brauchig oben rum. Na gut. Fahren wir auf jeden Fall mal was anderes. Das ist auch sehr schön. Warte mal, wir machen mal kurz einen Check von der Route. Glendive. Da sollten wir vielleicht eh mal durchziehen, oder? Wollen wir hier mal die Route anpassen? Ei. Oh. Wir können hier nur so ruf. Wir können hier runter. Wir können hier ruf. Aber wir kommen hier nicht wieder ruf. Oh, das ist jetzt hässlich. Okay. Okay, okay, okay. Was machen wir denn da? Dann fahren wir bis hier. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Wir haben ja keinen Stress. Gott sei Dank. Ne? Da war jetzt irgendwie nicht was mit Zeitlimit oder so. Wenn wir Glück haben, passt das ja. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Ach Leute, es ist doch grün. Aber nicht für lange. Macht mal hinne. Ich hab hinter mir noch ordentlich was mit. Der Dröschkasten will doch mit rüber hier. So. Na bitte. Jetzt bin ich immer auf die Wiegestation gespannt. Genau, ist ja wie auf Kommando. Ja, ist auch okay. Wie kommen wir da am besten hin? Durch den Kreisverkehr und dann hinten rum, alles klar. Oh je, Kreisverkehr. Wenn wir schnell sind, hier kommt keiner, okay. Alles klärchen, dann machen wir das so. Und hier wieder raus. Und hier rum. Nicht. Hä? Will ich mich verarschen? Euer Ernst jetzt? Wollt mich hier doch ohne piepeln. Warte mal, wo ist denn die Waage? Da vorne. Na klar, wir sind ja verkehrt rum aufgefahren. Bin ich ja mal gespannt. Theoretisch müssten wir 42 Tonnen haben, oder? Wobei, der Trailer könnte schwer sein. 40, leichter so ja. Na denn, Abfahrt. Tschüss, Leute. Haha, jetzt müssen wir nochmal umdrehen. Das geht ja gut los. Dann fahren wir noch mal im Kreisverkehr mit dem olle lange Ding gehen wir komplett rum. Super. Aber hier ist zum Glück wenig los. DeLorean, moin.
Klaus. So machen wir das da draus. Noch so ein metrischer ist schon schick. Wenn der so hinterher herankommt. Doch, auf jeden Fall. Bis zum ersten Punkt sind 120 Meilen. Ehrlich, ist das so dicht? Die nächste Ortschaft? Warte mal, zeig mal. Jo. Na okay, dann. Dann passt das aber dicke. Na okay. Jip, jip, jip. Dann werden wir mal schauen, ab wann wir denn hier die Meldung bekommen, dass wir den Ort erkundet haben. Vielleicht brauchen wir auch ja nicht rinfahren. Das wäre natürlich toll, aber das wissen wir ja vorher nicht. Ich glaube, wir müssen trotzdem die Einfahrt oder die Abfahrt erstmal so weit benutzen. Und dann gucken, dass wir da irgendwo umgedreht kriegen mit dem langen Vehikel hier. Schauen wir mal. Kriegen wir hin. Denke ich doch. Guck mal hier, so eine Trailer, meine ich. Also, Trailer, Waggon. Oh, Entschuldigung. Waggons, meine ich. Oder meinte ich beim letzten Mal. Wenn da so ein Zug mit 10, 15 Stück davon langfährt. Na, gerade hier bei den ganzen Getreidesilo-Verladestellen so. Würde schon viel Sinn machen. Was ist denn mit dir hier? Was sind deine Missionen? Hau mal ab. Hallo. Du bist flammabel. Ja. Ha. Ich hatte eigentlich keine Lust, hinterher zu fahren. Mach mal hin hier. Gelände. Au. Das ist supi. Warte mal, pass mal auf. Dann können wir die Route anpassen. Dann brauchen wir ja hier gar nicht durch. Dann müssen wir gucken, was hier passiert. Wenn nicht, machen wir hier mal eine Ortsdurchfahrt. Genau so. Dann hätten wir hier noch ein Fragezeichen. Ja. Wir müssen nach hier unten. Okay, und von da hätte ich gesagt, fahren wir denn über Leveston nach Helena oder so, wenn wir denn schaffen. Aber wir haben heute erstmal ein ordentliches Tagesziel, da müssen wir erstmal hinkommen. Na? Oh Gott, die Aufnahme ruckelt ganz schön. Also OBS. Ich habe die Sonnenstrahlen schon rausgenommen. Weiß ich nicht, ob hier bei dem Update noch irgendwas kam. So, wir holen mal ein bisschen aus, denn wir fahren jetzt auf den Highway drauf. Guck mal im Rückspiegel, wie schön der Mähdrescher hier um die Kurve fährt. Erstaunlicher, dass wir ja kein Begleitfahrzeug hier kriegen. Also diese Schwerlasttrailer, die gefallen mir. Guck mal. Das sieht doch geil aus. Wie aus dem Buch, nur hübscher. So. Werden wir mal hier auf die Autobahn rufschleichen. Der nachfolgende LKW-Verkehr wird sich massiv bedanken, dass wir hier mit Schneckengeschwindigkeit fahren. Da guck. Ah. Der Fanclub überholt. Aber wir fahren schneller als die. Warte mal ab. Schön. Wir können hier 70 fahren. Ich bin ja mal gespannt, ob wir überhaupt 70 erreichen hier. Und wenn, dann müssen wir gleich wieder abfahren. Der nächste Punkt, der ist schon in 57 Meilen. Das ist nicht weit weg. Also die Ortschaften sind dicht dabei. Das sieht auf der Map so weitläufig aus, aber eigentlich fährt sich das ruckizucki runter hier. Vor allem hier auf dem Highway, da schafft es halt ordentlich Meter. Ja, mal schauen. Ach, wir sind ja schon bei 68. Na, da kommen wir doch locker über die 70. Da ist supi. Wenn wir nämlich einmal eingehakelt haben, dann können wir über die Schnelltaste die Geschwindigkeit für Tempomat wieder aufnehmen. Wie viel leichter wieder einloggen und dann läuft es. Man könnte sagen, wir machen auf 73 und dann rasten wir den Tempomaten ein. Komm schon. Jawohl. So. Kann ich den Fuß vom Gas nehmen
Und der LKW macht die Sache von alleine. Das ist so entspannt, Leute. Hier ist wieder ein Umspannwerk. Ne? Wegen entspannt wird hier umgespannt. Und ich mag, wie doll nicht rund dieser Spiegel da vorne ist. Ja. Schade mit dem Licht, ich hätte sehr ein Foto gemacht, weil hier bietet sich das ja gerade an. Aber das wäre halt die Sonnenseite, ne? Hier ist halt so schattig. Ja, ja, ja. So, jetzt dürfen wir natürlich nicht überholen, das ist sehr schade. Weil kann sein, dass wir hier gleich runterfahren müssen. Och, bremst doch nicht. Sei kein Frosch, Mann. Gib Gas. Hier sind 70, keine 50. Was ist denn da oben? Da ist ein Pferd, ein großes. Ja, guck mal, sowas meine ich nämlich. So eine coolen Sachen, die man hier dann entdecken kann. Sowas gefällt mir. So, Frage. Mile City. Würdet ihr jetzt erkundet, wenn wir hier dran langfahren? Ne, wir müssen hier runter, ne? Hilft ja alles nicht. Dann machen wir einen Exkurs durch die Stadt. Dann zeigen wir dem Mähdrescher mal die Ortschaft hier. Doch gar kein Thema. Also da machen wir mal dicht, dass der nachfolgende Verkehr ja nicht auf die Idee kommt, hier zwischen uns zu fahren. Aber es ist ein einspuriger Kreisverkehr, der in der Einfahrt zweispurig ist. Das muss mir keiner erklären. Das ist ja völlig... Hä? So, Mile City. Wir können eigentlich direkt wieder umdrehen. Warte mal. Würde es ja bald Sinn machen, wenn wir wieder umdrehen, oder? Weil hier kann man nicht weiter erkunden. Da brauchen wir nicht durch die Ortschaft fahren. Wollen wir kehrt ummachen? Machen wir auch. Hier haben wir nämlich den Rasthof direkt nebenbei. Dann machen wir hier eine Kehrtwende. Wir knöpern hier einfach mal schön über einen Bordstein. Und dann drehen wir hier wieder um. Kommt was? Nö. Kommt was? Nö. Wenn ja, dann sehe ich es nicht. So. Schön, dass ich hier am Schild Janusz erkenne. Verrückt. So, da ist frei. Da oben. Na dann los. Aber hopp jetzt. So, siehst du, guck mal, da fahren wir hier vorne gleich wieder rauf. Dann sparen wir extrem viel Zeit. Weil es ging ja bloß darum, die Ortschaft quasi freizuschalten, immer durchzufahren. Mehr wollte ich ja nicht. Und wenn wir da nicht durchfahren brauchen, dann passt mir das. Dann können wir nämlich hier den Tempomaten wieder aktivieren auf 73 und dann lass knacken. So, Fuß vom Gas. Der Rest passiert von alleine. Sehr schön. So, der rückwärtige Verkehr, der wird wieder massiv kotzen, weil wir jetzt einfach voll in die Spur reindrücken hier. So. Haha. Und der Freightliner wäre auch schön. Ja. Naja. Warte mal. Aber theoretisch wäre ab jetzt... Laurel, wir fahren hier. Ja, theoretisch dran vorbei. Hier müsste eigentlich ein Händler sein, oder? Wäre eigentlich ganz cool. Weil wenn wir über Billings hier wieder hochfahren, nach Levistown, so war jedenfalls der Plan, dann kommen wir ja hier ja nicht so wirklich dran vorbei. Wollen wir hier mal so eine Kehrtwende machen, dann schicken wir uns hier selber runter und dann gleich wieder... Ist ja dicht an der Autobahn. Da wir uns den Fahrweg eben gerade durch die Ortschaft gespart haben, können wir uns da ja mal kurz runtertrauen von der Autobahn, oder? Hätte ich gesagt. Yeah. Also ein paar dickere Schornsteine wären schon schön. Guck mal, hier haben sie wieder die Straße durch den Berg gesägt. Guck,
einfach abgetragen und die Straßen durchgepackt. Aber von der Landschaft top. Also wirklich, Hut ab, Leute. Habt ihr gut gemacht. Ja, passt auch von der Höhe. Sehr schön. Diese metrische Symbol da hinten dran ist ja geil. Gefällt mir. Schön. Sehr schön. So, wir steigen mal wieder ein, bevor jetzt so Dinge passieren. Das Schöne ist, wir kommen gut voran, weil wir fahren auf dem Highway und können ordentlich schnell fahren. Irgendwie kriegen wir die Sonnenseite nicht darüber. Ich würde gerne von der Seite ein Foto machen. Ah, komm, was ist denn jetzt los? Okay. War jetzt nicht geplant, aber kann man ja mal so machen. So, wir sind mal frech und setzen uns zum Überholen an. Warum die hier alle so langsam fahren, ist mir oft ein Rätsel, verstehe ich gar nicht. Gut, warum der Camper langsam fährt schon, aber warum fährt der andere dann daher? So. Ich glaube aber, in Amerikanien spielt das eh keine Rolle, oder? Ob du links oder rechts fährst, ist schnurzpiep egal. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hauptsache, du fährst irgendwie. Nur auf diese komische Fahrgemeinschaftsspur. Also, warum, wieso? Keine Ahnung. Also, dolle Erfindung haben die Amis ja manchmal schon, wo ich mir so denke, warum? Wieso, weshalb? Also, ja, auch manchmal so ein bisschen sinnfrei. Wenn da eine freie Spur ist, warum darf da keiner mitfahren? Also, naja. Ich habe gerade Angst, dass hier gleich wieder so Dinge passieren. Ich bremse mal. So, dann steigen wir mal wieder ein. Okay. Da, 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 da. 40 Meilen, dann haben wir den Punkt erreicht. Dann werden wir hier den Highway kurz verlassen. Einmal gucken, was da für ein Händler rumsteht und dann fahren wir weiter. Ja. Haben wir letzte Folge ordentlich Meter gemacht. Heute ordentlich Meter. Ist doch schön. Das ist von Montana ja nicht mehr so viel, ne? Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten diese dicke Sonnenblende nicht weggebaut. Dann hätte ich die Hälfte ja nicht gesehen. Ich finde es so deutlich, deutlich angenehmer. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, auf jeden Fall. Und dieses Namensschild, da hat auch sehr viel Sichtweite weggenommen. Naja. Manchmal ist weniger halt mehr. Ist halt so. Halt, 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 halt. Ach, warum ist denn der mein Bild gefahren? So. Okay, hier fahren wir noch durch und die nächste fahren wir dann runter. Alles klärchen. So, hier sind eh 65. Okay, nur 73. Wir können ja mal schauen. Wir haben noch 6 Stunden, da müssen wir da sein. Wir fahren noch. Naja, gut, das können wir jetzt ja nicht mitrechnen, aber in 9 Stunden ist Pause. So weit kann es ja auch nicht mehr sein, oder? Also Zeitfaktor technisch sind wir da. Warte mal. Ein Peterbilt-Händler. Geil! So, liebe Freunde. Ich hoffe, das ist eine schnelle Nummer, was wir hier gerade veranstalten, aber ich denke schon.
Ampel? Nee. Gut, gut. Dann fahren wir die Straße hoch, drehen um, fahren zurück auf den Autobahnanbinder wieder ran, auf dem Highway und. Dann wäre auch, glaube ich, nicht mehr zum Gucken. Ne? Müssen wir mal gleich die Mappe nochmal fragen, aber dann sollte eigentlich alles soweit erledigt sein, was hier auf der Agenda stand heute. Guck mal, hier stehen sie, die Hübschen. Hä, das erkennen wir es. Gott, können wir mit dem Ding überhaupt drehen? Peterbilt-Händler, schön. Hinten rumfahren ist nicht, ne? Eieieiei. Dann fahren wir hier im Kreis. Blop, blop. Blop, 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 blop. Blop, blop. So, pass mal auf jetzt. So, mit der Belichtung ist echt nicht doll hier irgendwie. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder rausfahren. Nee, ach komm. Dann los. Na, passt. Okay. Okay, okay. Oh, so ist hübscher. Den Zaun aus der Botanik. Da, da, da. Ah. Ich merke schon wieder, wie rumgetrödelt wird. Ja. Ah, klappt das hier? Irgendwie ist ja mit der Optik schwierig, irgendwie habe ich gerade das Gefühl. Aber naja, wird schon klappen irgendwie. So, komm. Feuer frei. Muss ja mal die Schokoladenseite zum Foto hindrehen mit dem Licht und wenn. Naja, ah, ihr wisst ja Bescheid. Ihr kennt doch das leidige Thema, oder? Also beim Fotos machen sind die meisten komischen Dinge passiert. Beim ETS, beim ATS. Lob sehr im LS, also ja, naja, bleibt halt nicht aus. Na, das ist okay. So, zack, 73 km/h oder Meilen pro Stunde wieder eingetackert und jetzt geht los. Jetzt können wir mal die Mappe fragen, was ist denn hier jetzt eigentlich plantechnisch noch zu direkt zum Zielort eigentlich. Ne, hier brauchen wir nicht mehr. Billings waren wir schon. Denn ab nach Laurel und den Mähdrescher abgeben, hätte ich gesagt. Na, die letzten paar Meterchen, die schaffen wir ja noch. Guck mal, das sind 67 Meilen. Das sah auf der Mappe gerade richtig viel aus, weil so viel Kurven und bla bla. Aber ich denke mal, das ist rucki zucki erledigt. Na?
Hinter uns fahren die Cops, sehe gerade. Das ist nicht cool. Müssen wir uns benehmen auf der Straße. Ja, ja. So, was ist denn hier los? Ein Flussbett. Hübsch. Ganz schön trocken. Die 27. Straße. Earl Moore. Guck mal, da steht, du sollst mehr Geld kriegen. Bei der Bank. Hier machen sie in Öl, hätte ich gesagt. Weil vorhin stand da auch so eine Ölpumpe irgendwo. Vielleicht ist das hier eine Raffinerie oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir langsam Reisegeschwindigkeit erreicht hier, oder? Wir dürfen nicht zu schnell werden. Ah, so, oh Gott, vor der Kurve, Hilfe. Oh, ernsthaft? Zeig mal auf der Map, mach doch mal hier nicht immer so lange. Also wenn die Meldung kommt, ist ja okay, aber die könnte ruhig nach 2 Sekunden gleich wieder abschalten und nicht 5 Minuten da vorne im Navi rumeiern. Weil manchmal musst du halt echt gucken, wo es da lang geht, ne? Hallo. Einmal auf die Waage, bitte. So. Tonnen und Abfahrt. Return to Interstate. Jawohl. Haben wir hier schon mal gepennt? Pause gemacht? Ich möchte sagen, mit den Holztrailern war das hier, oder? Dass wir die abgekoppelt haben und hier dann gepennt haben irgendwie? Guck mal, Firma C-Max gibt das wirklich. Ich möchte sagen. Guck mal, 18 Meilen, dann haben wir das geschafft. Dann lege ich euch nicht mehr weit auf den Sack. Jetzt haben wir hier ein Problem. Oh, guck mal, er ist nett. Er lässt uns. Oh Gott, lässt er uns drin? Da haben wir gerade ganz Sekunde ausgebremst. Habt ihr das im Rückspiegel gesehen? Das war gerade brenzlig. Das war nämlich genau die Situation, die ich immer am meisten befürchte, wenn wir irgendwo auf dem Highway oder so fahren. Weil du hast hier ja keinen Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen, sondern du bist halt beim Auffahren sofort im Geschehen. Und sehen halt oft gerne mal so Dinge anscheinend. Aber wir haben da gleich geschafft. Gleich haben wir überlebt. Es ist noch grün. Aufpassen, dass der Mähdrescher an die umkippt. So. Okay. Wir machen uns hier mal ein bisschen dick. Wir fahren über beide Spuren, wobei, ach, hier ist rot. Aber wir sind Rechtsabbieger, ist okay. So. Anhalten, gucken, dass keiner guckt und fahren. Müssen wir hier immer komplett durch die Ortschaft krabbeln, oder was? Ach, mit dem riesen Vehikel da hinten dran. Gott, OBS ruckelt da übel schlimm. Das ist nicht cool. So, hier ist frei, das frei, denn mal rum. Ich glaube, wenn wir hier vergrößern, läuft bald performanter, oder? Oder täuscht es? Ach, keine Ahnung.
und die letzten paar Meter noch schön ordentlich fahren und dann dürfen wir da eigentlich in Sack und Tüten haben, das Ding hier. Vorteil, langer Trailer, wir brauchen hier nirgendwo was einparken. Hoffentlich, wir fahren einfach gerade lang und fertig. Da vorne ist ein Lightning McQueen Trailer, ich finde die cool. Guck. So. Zielposition anpeilen. Das Ding ist ja leicht überladen zu der Seite, aber du dürfte hier an diesem Portalkran vorbeipassen, oder? Denke ich doch. Oh ja, passt schon. So. Siehste, die Fracht wurde gebracht. Abkumpeln und kassieren. Ausgezeichnet. 6 Stunden, warum ihr eiert. Fast 7 Stunden. 22.000 kriegen wir dafür. Das ist geil. 800 EP. Supi. So. Wir stehen ja in Laurel. Ich würde gerne nach Leviston fahren oder Helena. Haben wir irgendwas Cooles? Glendive. Da waren wir schon. Schwertransport. Missoula. Geil. Was ist denn, wenn wir hier oben lang fahren? Wir hätten nur ein bisschen Stress. Ja. Dann fahren wir aber hier oben lang, hätte ich gesagt. Warte mal. Wie ist denn hier die Wegfindung? Missoula, dann fahren wir hier über Billings nach Leviston, dann hier nach Great Falls, dann nach Helena, nach Ubati und dann sind wir nach Missoula. Hätte ich gesagt. Da fahren wir auch an haufenweise Fragezeichen vorbei. Da lang. Wobei, da fahren wir jetzt nicht unbedingt hin, oder? Das könnte... Da müssen wir mal sehen. Hier fahren wir eh durch, das wäre perfekt. Dann fahren wir hier lang. Nicht... Dann fahren wir hier oben lang. Dann kommen wir immer durch Helena durch. Hier wäre nochmal ein Fragezeichen. Dann fahren wir hier durch. Hier oben wäre auch nochmal was. Nach da. Wollen wir das machen? Theoretisch. Was ist denn in Billings los? Da war sinnvolleres. Eventuell. Wir können ja mal gucken. Sydney, da waren wir schon. Great Falls würde sich theoretisch auch anbieten. Nee, da muss ich sagen, finde ich das hier in Laurel, das Angebot besser. Mit die beiden Kippe. Das da. Wir hätten ein bisschen Zeitdruck. Kriegen wir aber hin. So. 3 Meilen. Wollen wir das noch holen? Dann können wir beim nächsten Mal nämlich gleich losdüsen eigentlich. Wenn wir schon mal dabei sind, hier rumzueiern. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 6 Stunden zu fahren. Eieiei. Vielleicht müssen wir noch mal eine Runde schlafen, oder? Das wäre bald sinnvoller. Doch ich glaube, wir machen eine Nachtruhe irgendwo. Dann ändern sich natürlich auch wieder die Fracht an die Boote, das ist ja klar. So, was ist denn hier mit Pennen? Hier ist ja nichts. Erzähl mir doch nicht. Warum kann man denn hier nirgendwo schlafen? Na, dann müssen wir da den Auftrag holen. Hilft ja alles nichts. Und wenn wir massiv zu spät kommen, dann ist mir dann aber auch egal. Guck mal, das ist nämlich gleich hier um die Ecke. Deine eigene Zugmaschine. Guck mal, läuft nämlich in 1 Stunde ab. 8896. Wir können ja noch ein bisschen dran rumfeilen. Ich wäre für so weit hier. Dann kriegen wir nämlich 12.000. So machen wir das. Tada, gib mal her. Dann brauchen wir nämlich nirgendwo ranfahren zum
rumrangieren, sondern können uns hier gleich wieder hinterbamseln und dann können wir losdüsen beim nächsten Mal. Wo auch immer das steht. Da. So, einmal rückwärts ran, bitte. Ich hoffe, das klappt. Eieiei. So. Kabel sind dran. Wie schwer ist denn der Quatsch? Oh, 30 Tonnen. Ja, schon toll. Warte mal, wir müssen den Kurs schon mal hier berechnen, oder? Wir fahren nämlich über Leviston. Da. Und dann schickt er uns genau da lang, wo wir lang wollen. Perfekt. Fahrzeit 11 Stunden. Das schaffen wir mit unserer Fahrzeit, die wir hier auf der Uhr haben. Nicht Restzeit 22. Ach, schaffen wir locker. Wir können zwischendurch pennen. Alle Dude. Okay, machen wir beim nächsten Mal auch. Freunde, wir haben schon wieder 1% Schaden. Wahrscheinlich Verschleiß. Naja. So. Aus die Maus. Ich bin raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Mach keinen Quatsch. Rinnihauen.